Moin, moin, Freunde, willkommen zurück bei SeaCrowds. Eine neue Flaschenpost heute. Aus gegebenem Anlass. World of Warships hat auf ihrer Seite neue Mod-Richtlinien veröffentlicht. Und da der ein oder andere von euch da draußen gerne Mods benutzt, möchten wir die Gelegenheit nutzen, euch einmal kurz vorzustellen, worum es bei der ganzen Geschichte geht. In der Vergangenheit hat World of Warships oder die World of Warships Community Mods auch teilweise aktiv unterstützt, indem sie Mods in ihrem Forum bewerben oder sogar ja, ins Forum gesetzt haben. Da könnt ihr es runterladen und nutzen. In der Vergangenheit sind bestimmte Mods immer weiter, ich sag mal, auch negativ aufgefallen, weil sie Teile des Spiels verändern, Datenbanken, optische Anzeigen, Vorhaltehilfen etc. pp. Und da geht World of Warships jetzt einen neuen Weg und selbst ihr eigens kreierter Mod, der im Forum angeboten wird zum Download, steht da auf dem Prüfstand. Weil am Ende ist das eine Software, die vom Dritten angeboten wird. Und ja, da gibt es halt sowas wie eine Winkelanzeige, wie das Schiff zu einem steht und so weiter und so weiter. Das ist halt die Frage, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Wir gehen jetzt einmal kurz die Punkte hier durch, die hier auf der Homepage veröffentlicht wurden. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das Risiko in Zukunft eingehen möchte und möglicherweise Mods installieren möchte, da selbst das offizielle Modpack, was im Forum angeboten wird, wiederhole es nochmal, da sind definitiv Fragezeichen dahinter, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Wie ich persönlich finde, muss jeder für sich entscheiden, ob er eine Sperre riskieren möchte. So, diese Ankündigung soll die Situation näher erläutern, um Missverständnisse darüber aufzuräumen, was Spieler benutzen und nicht benutzen dürfen. Beliebte Mods sind üblicherweise solche, die kosmetische Komponenten oder den Ton des Spiels verändern. Diese sind größtenteils harmlos. Einige Spieler und Modder haben aber bösartige Absichten mit ihren Mods, um es unfaire Vorteile zu erlangen oder sogar Daten zu stehlen. Sei es, um unfaire Vorteile zu erlangen. So, was ist in Zukunft erlaubt? Anwendung für Gameplay-Stream oder Aufzeichnen. Also klar, Nvidia Shadowplay. Ich gehe auch davon aus, dass XSplit erlaubt ist, auch wenn es hier nicht offiziell erlaubt ist. OBS, ja, Windows 10, Game Capture und was da alles nicht gibt. Fraps, AMD Radeon Live und so weiter, was Sie hier schon erwähnt haben. Textchat Overlays von Discord, Mumble, TeamSpeak, Ventrilo etc. pp. Sind ja nur Beispiele. Visuelle Mods, die das Aussehen von Objekten im Spiel beeinflussen, ohne die Spielweise zu beeinflussen. Um sicherzugehen, dass der Mod, den ihr benutzt, erlaubt ist, schaut in die entsprechende Sektion im offiziellen Forum. Raufklicken, bekommt ihr die Informationen, die da hoffentlich doch recht ausführlich für euch vorliegen. Änderungen an der Beleuchtung, Kontrast und anderen visuellen Effekten durch eingebaute Werkzeuge des Grafiktreibers sind erlaubt. Ohne dass an den Treiber Veränderungen vorgenommen wurden. Ersetzen und Bearbeiten von Tondateien ist erlaubt. Jegliche Mods, die von unserem Team erlaubt wurden, ihr werdet diese auf dem offiziellen Forum in der Sektion Modifikation finden. Dies umfasst jegliche Mods, die exklusiv mit unserer eigenen Mod-API erstellt wurden. Eine besondere Anwender-Programmierschnittstelle, die von unseren Entwicklern für Modding erstellt wurde. Ihr könnt Tutorials und Anwendungsbereiche unter dem Forum finden. Modifikationen, die von unseren Mitarbeitern auf dem offiziellen Portal erwähnt werden, zählen auch dazu. Der Kommentarbereich ist ausgeschlossen. Verboten und zu einer Sperrung eurer Konten führen kann jegliche Anwendung von Mods, Skripte, die die Ausführung von Code von Drittparteien erlauben, die ursprünglichen Dateien des Spiels oder dynamische Bibliotheken verändern oder den Spielprozess beeinträchtigen. Falls ihr nicht sicher seid, guckt wiederum in dieses Forum. Wir klicken da gleich mal rauf. Oder benutzt den Mod einfach nicht. Anwendungen und Mods, die dem Spieler auf eine Weise dabei helfen, die noch nicht im Spiel verfügbar ist. Sie umfasst Mods, die Zielvorhersagen möglich machen. Oder sogar Zielvorhersagen direkt nicht nur möglich machen, sondern sie sogar machen. Bots und Skripte, die jegliche Steuerung für den Spieler übernehmen. Also so jemand, wo man echt sagt, okay, mein Schiff. Mal abgesehen von dem Autopiloten, der im Spiel integriert ist, der eigentlich nicht so sinnvoll ist, aber ja, wo man eine bestimmte Taste drückt und dann wird eine Kombination von Befehlen hintereinander ausgeführt, ohne dass man selber darauf noch groß
was drücken muss. Und Anwendung von Mods, die andernfalls nicht verfügbare Informationen zur Verfügung stellen, außer jene, die auf den offiziellen Foren oder im Portal erwähnt und genehmigt sind. So, Grauzone. Da es viele Mods in unserem Spiel gibt, können wir leider nicht garantieren, dass es korrekt funktioniert, wenn Spieler eine Vielzahl von ihnen benutzen. Außerdem können scheinbar harmlose Modifikationen wie Reshade, wird hier namentlich erwähnt, die scheinbar nur kosmetisch sind, direkt gegen mehrere Regeln verstoßen. Ersetzung dynamischer Bibliotheken und Kontrolle über den Rendering-Prozess, was es erlaubt, Aimbots oder Keylogger in den Code einzubauen. Weshalb sie ähnlich sind wie verbotene Mods und jenen mit bösartigen Optionen erlauben, einen unfairen Vorteil zu erlangen. Wir empfehlen euch also, und da stehe ich voll dahinter, ich benutze World of Warships, den Client Vanilla. Da hat man am wenigsten Sorgen, dass irgendwas passieren kann, außer mal ein Absturz. Wir empfehlen also, diese Dinge zu beachten und diese Richtlinien zu befolgen. Falls ihr Modifikationen benutzen wollt und natürlich nur erlaubte Mods zu benutzen, die unser Team getestet und erlaubt hat. Falls ihr bei einer Modifikation unsicher seid, gilt immer, im Zweifelsfall sich dagegen zu entscheiden. Jegliche Probleme mit dem Spiel, Verlust von Konten oder persönlichen Daten, die mit dem Mod zusammenhängen, sind in der Verantwortung des Spielers, also euch. Falls da irgendwas mit passiert, kann es passieren, dass euer Account gesperrt wird. Plus, wollt ihr möglicherweise einen Mod benutzen wollt, man ist ja manchmal auch neugierig, kennt mich ja selber auch, und plötzlich ist der Account tot, weil da entweder auf Daten zugegriffen wurde, von denen ihr gar nicht wusstet, und jemand euren Account hackt, oder einfach, weil Wargaming darauf aufmerksam geworden ist, dass ihr einen Mod benutzt, der nicht erlaubt ist. Wie gesagt, mir war es wichtig, euch das einmal zu zeigen, dass es da was Neues gibt, was jeden von euch da draußen angeht. Jeden. Und ich denke, ihr wollt alle weiter World of Warships spielen. Und wir klicken jetzt hier noch einmal auf das Forum. Mal gucken, was mein Internet hier macht. Meine Fresse, ist das heute langsam. Ja, wie gesagt, betrifft euch alle und ich denke, das ist nur sinnvoll, euch darüber aufzuklären und das mit euch einmal zu besprechen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wissen habt, was ich jetzt noch nicht weiß, schreibt es unten in die Kommentare rein, wir werden es lesen und dementsprechend mit in unsere Aufzeichnungen, unsere neuesten Videos mit übernehmen oder korrigieren. So, offensichtlich will die Homepage da gerade nicht beim Forum. Gut. In dem Sinne, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Weiterhin ohne irgendwelche Sperrungen und Verbote. Und bis dahin, haut rein. Euer Maracha, euer Secrets-Team. Ciao, ciao.